Für Latte Art zählt nichts mehr als der Milchschaum, den ihr kreiert. Oft wird das aber schwerer dargestellt, als es eigentlich ist. Heute möchte ich euch eine easy Methode zeigen, wie ihr konstant Latte Art fähigen Milchschaum herstellen könnt, ohne viel dafür vorher zu üben. Ihr habt es im Intro gesehen, wir haben mit dieser Methode wundervolles Latte Art hinbekommen. Ich möchte betonen, dass es sich bei dieser Methode um eine möglichst einfache Methode handelt, Latte Art-fähige Milch herzustellen. Wenn ihr wissen wollt, wie man die ersten Designs gießt, Herz, Tulpe und Farnblatt oder Rosetta, dann abonniert den Channel und schaut doch mal in Zukunft vorbei, wenn wir die Latte Art-Playlist langsam peu à peu füllen. Ich nehme euch jetzt mal mit ins Detail. Punkt 1 ist, dass ihr kalte Milch benötigt. Im besten Fall kühlt ihr sogar eure Kännchen vorher im Kühlschrank ab. Grund dafür ist, dass wir die Rollphase verlängern wollen. In der Rollphase werden die dicken Bläschen immer weiter heruntergebrochen zu möglichst kleinen Bläschen. Dadurch erzeugt ihr euren Mikroschaum. Und je länger wir die Rollphase machen, desto kleiner sind die Bläschen und desto feiner wird euer Latte Art. Neben der Temperatur der Milch ist auch der Fettgehalt wichtig. 1,5% Fettmilch macht zwar gutes Latte Art, aber dieses hält nicht lange auf der Tasse. Es sind die Eiweiße nämlich, die die Milch stabiler machen. Bei Hafermilch immer die Barista-Version benutzen, denn dort wird Öl zugesetzt, was die Milch stabiler macht. Die richtige Füllmenge ist mega wichtig, denn die Hersteller machen die Kännchen extra so, dass man die Milch immer bis zum Ansatz plus minus 1 cm zur Tülle füllt. Alles andere macht schlechten Milchschaum. Wenn ihr weniger Milch aufschäumen wollt, braucht ihr ein kleineres Kännchen. Im gleichen Zuge gilt, dass wenn euer Siebträger zu stark ist und die Milch überschwappt, ihr ein größeres Kännchen benutzen müsst. Der dritte Faktor ist der Purge. In der Dampflanze bildet sich aufgrund des Temperaturunterschiedes Kondenswasser. Spült ihr das nicht heraus, kommt es in eure Milch und ihr verdünnt eure Milch. Jetzt kommen wir zur Positionierung. Das ist der einfachste Part beim Milchaufschäumen, aber auch der wichtigste. In Schritt 1 gehen wir an unsere Maschine heran und ziehen die Dampflanze so weit raus, wie es geht. Jetzt setzt ihr euer Kännchen an und ich möchte, dass ihr mit der Dampflanze die Tülle berührt. Hier entsteht ein Ankerpunkt, der euch Stabilität während des Schäumens gibt. Dadurch entstehen keine unnötigen Bewegungen und ihr könnt den Schäumvorgang perfekt kontrollieren. Zieht wirklich das Kännchen fest gegen die Dampflanze. Macht es zu einem Ankerpunkt. In zu vielen Tutorials sehe ich Hoch- und Runterschwenken der Kanne. Es reicht einfach, wenn ihr es an einer Stelle haltet und der Ankerpunkt wird euch dabei helfen. Teil 2 der Positionierung nenne ich immer die Ein-Drittel-Regel. Wenn ihr euch im Kännchen ein Plus vorstellt, dann wollt ihr zunächst mit der Dampflanze in die Mitte des Plusses gehen. Alles, während ihr noch beim Ankerpunkt verankert bleibt. Seid ihr nun in der Mitte des Plusses, geht ihr so weit an den Rand, dass ihr nur noch ein Drittel der Strecke zur Mitte übrig habt. Das sieht dann ungefähr so aus. Ihr habt also jetzt nun Stabilität durch die Verankerung und die Position der Dampflanze im Kännchen. Jetzt müsst ihr nur noch einen Schritt machen, und zwar die Höhe einstellen. Ihr schaut euch einfach eure Spitze an und versenkt die nur bis zur Hälfte in der Milch. Es muss die Hälfte der Spitze rausschauen, denn dadurch wird Luft in die Milch geschlagen. Durch die Position erzeugt ihr also Schaum und erzeugt später den Strudel in der Rollphase. So, und im letzten Schritt müsst ihr nur noch den Dampfbezug komplett aufdrehen und dabei bitte kein Halbgas, sondern immer Vollgas. Wie ihr jetzt seht, bewegen wir das Kännchen gar nicht mehr. Die Dampflanze haben wir so positioniert, dass diese zunächst Luft zieht und anschließend in der Milch versinkt und von alleine diesen Strudel erzeugt und sich alleine in die Rollphase begibt. Jetzt müssen wir es einfach nur so halten und mit der anderen Hand checken, bis die Milch so heiß ist, dass wir nicht mehr das Kännchen anfassen können. Danach schalten wir einfach nur noch den Bezug aus und sind bereit zum Latte Art gießen. Hierbei erhitzen wir die Milch auf 67 Grad. Geht die Temperatur darüber, zerfallen die Zucker in der Milch und sie wird nicht mehr süß. Also, sobald ihr es nicht mehr anfassen könnt, Hand weg und Bezug aus. Aber halt, jetzt müsst ihr noch eine Sache machen, bevor ihr euer Latte Art gießt. Ihr habt noch Milch an eurer Dampflanze. Wischt diese zunächst ab
und spült noch einmal nach. Macht ihr das nicht, kühlt die Dampfpflanze ab, zieht die Milch an der Spitze rein in die Dampfpflanze und in 2 Wochen habt ihr nur noch Käse im Kaffee. Während ihr das macht, solltet ihr euch Mühe geben, mit der anderen Hand die Milch im Kännchen zu schwenken. Dadurch verhindert ihr, dass die Schaumschicht sich wieder mit der Milchschicht verbindet. Das Ganze nennt man Polishing und das könnt ihr eigentlich die ganze Zeit machen. So bleibt eure Milch lange Latteart fähig. So, jetzt seht ihr hier perfekt glänzende Milch. Das ist euer Zeichen, dass ihr perfekte Latteart fähige Milch hergestellt habt. Ist die Milch matt oder gar porös, müsst ihr die Rollphase verlängern. Wie ihr das macht, zeige ich euch in einem der nächsten Videos, wo wir nochmal einen Deep Dive zum Thema Milchschäumen machen und Milchschäumen in verschiedenen Kaffeegetränken machen. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich am Anfang Wasser im Kännchen hatte und meine Milch auch komisch aussieht. Es gibt eine interessante Methode, um Milchschäumen zu üben. Ihr nehmt einfach Wasser und macht einen Tropfen Spüli rein. Wenn ihr es schafft, richtig zu schäumen, glänzt der Spüli genauso wie perfekt geschäumte Milch. Ihr könnt sogar mit Spüli Latteart gießen. Wie ihr das macht, zeige ich euch auch in einem der nächsten Videos. Dadurch verschwendet ihr weniger Milch beim Üben, aber hoffentlich müsst ihr mit dieser Methode gar nicht so viel üben. So, und jetzt mache ich das Ganze nochmal für euch mit richtiger Milch. Und so einfach ist es, perfekten Schaum für Latte Art zu machen. Wenn ihr auch lernen wollt, wie man eine Tulpe oder ein Herz gießt, dann abonniert doch diesen Channel. Ich lade bald Videos hoch, wie man denn diese Designs gießt. Und bis dahin hoffe ich einfach, ihr könnt schon mal mit der Milch üben oder auch Schäumen üben mit Spüli, wie ich vorhin gezeigt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Und dann würde ich einfach nur noch sagen, bis bald und danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ciao!